Das geht ja gut los. Der Landrat Thomas Gemke jedenfalls ließ sich beim Brotbacken nicht lumpen. Da kamen dann auch schon mal 20, 30 Gramm mehr auf die Waage. Seine Stellvertreterin, Kreisdirektorin Barbara Dienstel-Kümper, sah das kritischer. Und die Zuschauer am Rande erfreuten sich über das Streitgespräch rund um das Brotbacken. Mann, Landrat! Ja, du machst Und ich darf Sie alle herzlichst begrüßen zur Eröffnung der diesjährigen Saison für unsere Luisenhütte. Es ist das 10. Mal nach der großen Renovierung 2006, dass wir hier bei Sonne zusammenstehen. Das ist nicht immer üblich bei unseren Veranstaltungen. Aber ich bin der festen Überzeugung, auch am 9. Juli, wenn Luise Heizt ein ist, wird es ausnahmsweise mal so Kaiserwetter sein wie heute. Sie können in die Gießhalle gehen. Ganz neue Attraktionen sind dort zu sehen. Den ganzen Tag können Sie kleine Dinos basteln. Auch das ist also möglich. Wenn Sie größer werden, wird es schwierig, hier nach Hause zu kriegen. Aber das kriegen wir auch noch hin. Und wenn Sie heute nicht alles miterleben, die Luisenhütte ist bis Ende Oktober offen, machen Sie Werbung. Wir haben selten wegen Überfüllung geschlossen. Aber ich glaube, das lohnt sich, hier mal hinzugehen, auch ein bisschen Werbung zu machen. Die Highlights sind die Eröffnung und Luise Heizt ein am 9. Juli. 18 Uhr geht's los und uns allen einen schönen Tag. Städtisches Museum für Vor- und Frühgeschichte attraktiver zu gestalten. Ich gehe davon aus, dass die so Mitte, Ende Mai bei uns hier auch dann angekommen sind. Während das Museum die ganze Saison über geöffnet hat, war die Waldschule nur zur Eröffnung zu Gast. Das habe ich gerade bei der Rollenden Waldschule gewonnen. Doch es gab am Eröffnungstag noch wesentlich mehr zu sehen und zu bestaunen. Mitmachen, anfassen, Spaß haben, lautete die Devise an diesem Muttertagssonntag. Ein sonniger Start in die Luisenhütten-Saison 2016.